Wir befinden uns hier im Headquarter von der Unternehmensgruppe EREMA in Ansfelden am Hauptsitz. Die EREMA Group ist Weltmarktführer in Kunststoffrecyclinganlagen. Getreu dem Motto Another Life for Plastic, because we care, decken wir nicht nur den Kreislauf des Plastiks mit unserem Maschinenpark ab, sondern auch den Vertrieb, die Entwicklung, das Engineering, aber auch den Rückkauf von Gebrauchtanlagen und der Wiederaufbereitung ab. Bei unseren Anlagen verbauen wir schon seit Jahren Produkte von EFM, beispielsweise Drucksensoren, optische Abstandssensoren, iolink-Produkte und andere. Mit unserem neuen System Predict-On, also unserem Predictive Maintenance-System, haben wir jetzt zusätzlich noch Beschleunigungssensoren und Ölzustandssensoren im Einsatz. Wir überwachen damit die Hauptantriebsstränge und Vakuumpumpenstände unserer Großanlagen. Unsere Kunden werden mit dem System zeitgerecht über Anomalien an diesen Bauteilen informiert. Der Vorteil für unsere Kunden besteht natürlich klar in mehr Anlagenverfügbarkeit, geringeren Stillstandszeiten, weil diese eben gut eingetaktet werden können. Wir sind hier bei der PET-Verpackung GmbH Deutschland in Großbreitenbach. Wir gehören zur Wiegand Glasgruppe und wir produzieren PET-Verpackungen, hauptsächlich PET-Vorformlinge oder Preforms für die Getränkebranche. Da bei uns in den letzten Jahren das Thema Recycling immer wichtiger wurde, hatten wir dann vor 3 Jahren beschlossen, eine Recyclinganlage hier zu bauen. Wir setzen bei den Produkten bis zu 100% Recyclingmaterial aus der eigenen Produktion dann ein. Wir stellen pro Tag ca. 50 Tonnen Regranulat her und haben eine permanente Qualitätsüberwachung durch unsere QS. Somit ist die Lebensmitteltauglichkeit gegeben. Die Daten der Sensorik werden in BluPort erfasst und können jederzeit eingesehen werden. Durch die Alarmmeldung können Rückschlüsse auf verschiedene Fehler gezogen werden und es kann frühzeitig eingegriffen werden, um längere Stillstandszeiten der Anlage zu verhindern. Durch den Einsatz von dieser Sensorik können wir nun einen angehenden Schaden sehr bald detektieren, dadurch den Kunden sehr schnell informieren und dadurch die Verfügbarkeit der Anlage stark erhöhen. Unter anderem können wir auch als EREMA Dienstleistungen anbieten, die genau auf diesen Daten weiterführend den Kunden unterstützen. Da wir schon seit 15 Jahren mit EFM sehr nahe in Kontakt stehen und Sensorik kaufen, hatten wir da immer einen sehr guten Ansprechpartner, wir wurden immer sehr gut beraten und wir konnten dadurch ein Projekt aufsetzen, das den gesamten Maschinenpark von der Kleinserie bis zu Großanlagen standardmäßig mit Hardware von EFM ausstatten konnten.